herzlich willkommen zu unserer neuen kleinen Webinarserie Devs at Home. Es ist ja so, dass die überwältigende Mehrheit aller Softwareentwickler jetzt gerade irgendwie im Homeoffice sitzt und von zu Hause aus arbeitet. Letzte Woche haben wir eine Umfrage über unser Online-Portal chuckcenter.de gemacht. Daher war es ungefähr 70%, ein bisschen über 70% der Leute haben gesagt, sie arbeiten jetzt konstant vom Homeoffice. Ich schätze mal, mittlerweile sind es mehr geworden. Tatsache ist jedenfalls, wir alle, die wir mit Software zu tun haben und natürlich auch viele andere Branchen, sind jetzt in unseren eigenen vier Wänden, sitzen am Schreibtisch, zu Hause im Schlafzimmer oder im Arbeitszimmer, wo auch immer. Social Distancing lautet ja die große Parole, die auch ungeheuer wichtig ist, um die Pandemie irgendwie einigermaßen einzudämmen. Sie kennen das alle und haben das bestimmt alle auch im Detail auch mitverfolgt. Ja. Ich wollte gerne anmerken, dass Social Distancing vielleicht gar nicht so der richtige Ausdruck ist, weil es geht ja eigentlich um Physical Distancing. Das heißt, es geht eigentlich darum, sozusagen die Anzahl der Kontakte in der physikalischen Welt deutlich zu reduzieren. Denn umgekehrt natürlich, da wir jetzt alle in den zu Hause sitzen und nicht in den Offices sind, nicht bei einem Kunden sind etc., sollten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass soziale Distanz nicht einkehrt, sondern dass eigentlich soziale Nähe das kompensiert, was uns verloren geht, dadurch, dass wir alle gerade nicht rausgehen. Deswegen haben wir uns auch vorgenommen, mit dieser Webinarserie Devs at Home ein kleines bisschen mehr Social Connectedness sozusagen ins Spiel zu bringen, uns alle mit euch miteinander, auch die vielen Experten, mit denen wir ständig im Gespräch sind hier bei SNS Media, uns alle ein kleines bisschen zusammenzubringen. Das Ganze wollen wir machen quasi täglich oder mehrmals pro Woche. Das müssen wir mal sehen. Wir wollen es jetzt aufbauen, meistens um die Mittagszeit herum. Und von daher würde ich ganz kurz bitten, den Kollegen Max von der Bildregie kurz einzublenden. Devs at Home. Ihr könnt euch informieren darüber auf entwickler.de/devs-at-home. Danke, Max. Oder eben auch über die Twitter-Handles chuckcenterentwickler. Wir haben uns vorgenommen, jetzt gerade in dieser krassen Homeoffice-Zeit, in dieser Pandemie-Krise, in der wir uns alle in Europa befinden und nicht nur in Europa, um die Mittagszeit immer wieder interessante Tech-Talks für euch vorzubereiten. Ja. Und wie gesagt, Physical Distancing ist extrem wichtig. Ja. Also nicht, dass mich einer da missversteht. Ich will da keineswegs irgendwie dagegen sprechen. Im Gegenteil. Das ist extrem wichtig. Ich glaube, da hat jeder hier wirklich ein Einsehen. Ja. Aber auf der anderen Seite wollen wir soziale Nähe herstellen und das eben über das Internet, über Video-Webinare. Nach dieser kleinen Vorrede möchte ich eigentlich sofort den Sprecher unseres ersten Webinars hier ins Spiel bringen. Und das ist der Peter Kröner. Hallo, Peter. Hallihallo. So, hallo. Peter ist der Webtechnologie-Erklärbär, wie er sich öfters auch bezeichnet. Er ist Experte für CSS, HTML, JavaScript-Themen, gibt jede Menge Workshops und Seminare, auch Konferenzvorträge und schreibt natürlich auch Fachartikel und so weiter. Und der ist jetzt hier und wird uns gleich was über TypeScript erzählen. Bevor es jetzt wirklich in Medias Res geht, möchte ich kurz anmerken, dass dieser Konferenztalk präsentiert wird von unserer Konferenz, der International JavaScript Konferenz. Die Konferenz findet statt in den Städten London, New York City und München. Die Londoner Konferenz haben wir gerade heute Morgen announced, wird verschoben. Die hätte jetzt im April stattgefunden, aber natürlich wegen allgemeiner Ausgangssperren etc. Ist sie verschoben worden auf den September, und zwar den 2. bis 4. September. Also wer interessiert ist am London-Termin. 2. bis 4. September findet die IJS London statt, Anfang Oktober die IJS New York City und last but not least die IJS in München findet Ecke Ende November statt, parallel mit der International PHP-Konferenz. Wie immer findet ihr alle Informationen zu der Konferenz unter javascript-conference.com. Das war es jetzt endgültig von meiner Seite aus. Peter ist jetzt in den Startlöchern, spricht über TypeScript, insbesondere das Typsystem von TypeScript. Und er versucht da so einige Tiefen und Untiefen der Sprache auch auszuloten. Und wie ich verstanden habe, ist es ein Vortrag, der sowohl für erfahrene TypeScript-Entwickler als auch für Einsteiger auf jeden Fall interessant sein soll. Peter, du hast dein Talk auf ungefähr 45 Minuten ausgelegt und wir haben uns darauf geeinigt, dass die Leute, wenn sie wollen, über das
Q&A-Tool. Ich glaube, das sagte ich noch gar nicht. Wir benutzen hier die Software Zoom. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und da gibt es erstens diese Chat-Funktion. Da können alle miteinander irgendwie in Kontakt treten und sich irgendwie äußern oder vernetzen und wie auch immer. Und dann aber ganz wichtig, gibt es auch die F&A-Sektion oder wenn englischsprachiges System benutzt, Q&A. Und das ist sehr wichtig, wenn ihr wirklich inhaltliche Fragen habt zum Vortrag von Peter, dann benutzt bitte dieses F&A-Ding. Und dort werde ich einfach moderieren. Und wenn es eine Frage ist, die sich sozusagen auf den aktuellen Inhalt, der gerade läuft, bezieht, dann werde ich ganz kurz den Peter darauf hinweisen. Wir werden einfach versuchen, die Frage in Echtzeit quasi zu klären. Mhm. Und andere Fragen, dafür haben wir dann im Anschluss nochmal, also nach dem Talk von Peter, auch noch ein bisschen Zeit, um weitere Fragen irgendwie auch zu klären. Ja, das heißt also, wie gesagt, inhaltliche Fragen bitte in dieses F&A-Feld oder Q&A-Feld setzen. Und damit sind wir eigentlich soweit. Peter, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ich würde dann einfach mal loslegen. Super. Dann würde ich sagen, Bühne frei für dich. Wenn wir jetzt in der physischen Welt wären, käme es ein Applaus. So stellen wir uns jetzt alle einen warmen Applaus für dich vor und leg los, Peter. Alles klar. Ich fühle mich einfach mal applaudiert. Ja, wunderbar. Ja. Dann auch herzlich willkommen von meiner Seite zu unserem heutigen TypeScript-Thema. Und das nennt sich Type-Level-Programmierung mit TypeScript. Das ist jedenfalls so grob die Idee, auf die ich hinaus möchte. Jetzt haben wir schon, wie erwähnt, 45 Minuten Zeit und das ist nicht unbedingt so richtig viel, um dieses Thema erschöpfend zu bearbeiten. Aber ich will mal kurz anreißen, um was es mir so inhaltlich geht. Da will ich hin. Das ist tatsächlich ernst gemeintes TypeScript, das aus einer von meinen Codebases stammt, das ich verwende, das ich auch wirklich sehr gut gebrauchen kann, dieses spezifische Ding. Und das werde ich jetzt nicht heute in aller Umfassendheit erklären können. Aber wir werden zumindest mal diskutieren können, ob das tatsächlich ernst gemeint ist oder ob das irgendeine Art von perverser Scherz sein soll, was das tut und ob man sowas in der Richtung überhaupt haben möchte, ob man sich mit sowas befassen möchte. Denn was wir hier sehen, ist tatsächlich, das kann ich schon mal verraten, kein Scherz. Das ist ernst gemeintes TypeScript und das macht sinnvolle Dinge, stellt aber mit dem Typsystem Dinge an, die man in statisch typisierten Programmiersprachen mit Typsystemen eigentlich nicht macht. Aber wir machen es heute, das ist genau unser Thema. Wenn ihr sowas bisher noch nicht gebaut habt, dann wunderbar, seid ihr hier genau richtig, dann werde ich so ein bisschen die Motivation für sowas darlegen. Falls ihr genau wissen wollt, wie man das baut, dann müssen wir uns irgendwie nochmal anderweitig organisieren, weil das passt nicht in 45 Minuten rein. Aber zumindest mal so grob die Denke und die Philosophie hinter dieser fortgeschrittenen Type-Level-Programmierung, die will ich euch heute beibiegen. Kurz eben zu mir ein paar Takte. Das meiste wurde schon gesagt. Ich bin der Webtechnologie Erklärbär. Ich habe einen Blog, das ich schön vollschreibe. Ich bin weiterhin beim Podcast Working Draft aktiv, kennt sicherlich der ein oder andere und schraube im Moment an Warhol herum. Das ist so mein kleines Startup mit meinem Co. Da basteln wir daran, dass wir automatisiertes Design-Testing machen, dass wir euch in Production sagen können, ob euer Projekt eurer Pattern-Library entspricht. Schaut euch also auch gerne das an und schreibt mich an, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt. So viel zum Werbeblock. Auf geht's in unser TypeScript-Thema für heute. Wir machen also heute ein bisschen fortgeschrittenes TypeScript mit der Prämisse, uns nicht allzu viel Arbeit zu machen, im Sinne von, dass wir nicht so richtig viel tippen, sondern dass wir einfach wenige Typen schreiben, die uns aber möglichst viel bringen. Das ist so die Idee. Erstmal ein paar Basics. Wir schnacken kurz ein bisschen über Typinferenz, was die kann und warum man eventuell sich darauf würde verlassen wollen und nicht einfach überall Typen hinschreiben wollen würde. Wir werden dann ein paar smarte Typen konstruieren, um bessere Typinferenz zu kriegen. Wir konfigurieren gleichsam das Typsystem von TypeScript auf eine Weise, dass uns viel Arbeit abgenommen wird, ohne dass wir im Alltag sehr viel schreiben müssen. Und dann besprechen wir am Ende mal ganz kurz, wie wir das so finden und was das so leisten kann, sprechen auch ein paar von den Dingen an, die jetzt tatsächlich inhaltlich hier nicht ganz reinpassen, einfach so wegen der schieren Menge. Aber wir werden kurz gucken, was es da noch so alles gibt und vielleicht kriegen wir dann eine Idee davon, was das noch alles für uns leisten kann und sind motiviert, uns noch tiefer in dieses Thema reinzufressen. Das ist so die Idee. Wenn ihr das jetzt mal wirklich diskutieren wollt, ob vielleicht dieser gesamte Ansatz völliger Käse ist, würde ich vorschlagen, dass wir das ans Ende schieben. Aber wenn ihr inhaltliche Zwischenfragen habt, wie schon erwähnt, meldet euch da beim Frage-Antwort-Tool und dann wird der Moderator mir Bescheid sagen, wenn es da eine inhaltliche Nachfrage gibt. Okay,
Dann ein letzter Punkt noch, bevor wir uns wirklich ins Thema hineinstürzen. Was ich jetzt vor allen Dingen machen werde, ist so ein bisschen datenorientierte Programmierung. Also im Sinne von, ich habe Funktionen und die geben mir irgendwelche Werte zurück. Was ich jetzt nicht so sehr mache, ist Class A, Extens B und so weiter. Einfach nur, weil das OOP von TypeScript, so wie es ist, eigentlich, sagen wir mal, relativ langweilig ist oder so ist, wie man es erwarten würde. Da verstecken sich nicht so viele spannende Details wie in den einfachen datenorientierten Funktionen. Das heißt, um genau die geht es jetzt schwerpunktmäßig. Und meine Philosophie hinter allem, was ich jetzt vorstelle, ist, dass ich bessere Typen formulieren möchte, damit ich weniger tippen muss. Ich will wirklich die Anzahl der Tastenanschläge reduzieren, um den Preis auch gerne an bestimmten Stellen mal ein bisschen smarter werden zu müssen, ein bisschen aufwendiger werden zu müssen, aber eben die Tastenanschläge dahin packen, wo es was bringt, dass ich hinten raus weniger davon am Hals habe. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an, indem wir nochmal kurz über so ein paar TypeScript-Basics reden, speziell über die Typinferenz und wie wir das Typsystem für uns arbeiten lassen können, statt dass wir dem Typsystem zuarbeiten. Der geneigte TypeScriptler kennt das ja. Das wichtigste Feature von TypeScript ist, dass ich überall meine Datentypen an Variablen dran schreiben kann. Ich kann hier also sagen, A ist eine Zahl, S ist ein String und so weiter. Das kann man machen. Das ist gültiges TypeScript. Für manche ist das sogar irgendwie das total wichtige Feature, dass man das da dran schreiben kann. Andererseits ist TypeScript ja nicht doof. A ist eine Zahl. Okay, das schreibe ich jetzt da oben dran, aber eigentlich könnte man das ja auch aus der anderen Seite vom Gleichheitszeichen schließen. Ne? Da steht eine 42, das riecht nach einer Zahl, also könnte A vom Type Number sein. Und nicht nur könnte man von TypeScript erwarten, dass es das automatisch weiß, es weiß das tatsächlich. Die Typinferenz sorgt dafür, dass diese ganzen Datentyp-Annotationen, die ich jetzt hier hinterlegt habe, tatsächlich gar nicht angegeben werden müssen. Das Typsystem findet das selber raus. Also man kann das hier hinschreiben, wenn man das für irgendwie wichtig hält, aber es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob es hier steht oder nicht steht. Dieses hier und jenes hier führt zum exakt gleichen Ergebnis, zu den exakt gleichen Type-Checks und Fehlermeldungen. Die Typinferenz regelt das schon. Und ich würde jetzt argumentieren, dass es tatsächlich eine gute Idee ist, die Typinferenz möglichst viel regeln zu lassen. Dafür habe ich hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich habe mir hier einen Typ gebaut, den Customer, und dieser Customer ist in meinem Fall jetzt ein relativ einfaches Objekt, ist nur ein Objekt mit einer ID, was eine Zahl ist. Und ich habe natürlich eine Funktion, getByID, die einen Customer mit einer gegebenen ID aus meiner Datenbank herauskramt und mir das entsprechende Customer-Objekt zurückgibt. Die Implementierung von dieser Funktion ist für unsere Zwecke jetzt hier völlig egal, wir reden nur über die Typen. So, das habe ich jetzt hier beides in meinem Modul CustomerTS, da ist der Customer-Typ drin und die Funktion getByID. Wenn ich das jetzt verwenden möchte, könnte ich natürlich in meiner Hauptdatei hingehen, könnte mir die Funktion getByID aus meinem Customer importieren. Außerdem gibt es dann noch so eine Render-Funktion, die ich jetzt einfach mal so postuliere und in diese Render-Funktion kann ich irgendwelche Objekte reinstecken und die werden auf irgendeine Art und Weise angezeigt. Wie gesagt, was jetzt Render genau tut, ist mir völlig egal. Wichtig ist halt nur, das nimmt irgendwas und verarbeitet das auf irgendeine Weise. Wenn ich jetzt hingehe und ich rufe getByID auf und gebe dort die ID zum Beispiel 0 an, dann kriege ich wahrscheinlich meinen ersten Customer daraus. Der landet in der Variable first und ich kann dann dieses first nehmen, das in Render hineinstopfen, damit Render mir dieses erste Customer-Objekt anzeigt. Soweit, so gut und alles erstmal ganz schön. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Wenn ich jetzt eine von diesen Personen bin, die besonders viel Wert darauf legt, dass an jeder Variable eine Typannotation dran ist, dann kann ich das hier auch machen. Ich kann an first dran schreiben, dass der Typ von first Customer ist. Ich muss das nicht machen. Der Typ von first ist jetzt schon Customer, ohne dass ich es dran geschrieben habe, denn der Rückgabetyp von getByID ist ja seinerseits auch schon Customer. Wenn ich also jetzt Customer da dran schreibe, ändert sich nichts. Na gut, ich muss jetzt Customer noch extra importieren. Ich muss diesen Typ mir aus dem Customer-Modul rausholen, damit ich ihn hier verwenden kann und habe dadurch nicht wirklich was gewonnen, außer dass ich irgendwie ein bisschen mehr getippt habe. Aber dieser Code sind komplett identisch. Soweit ist das Ganze auch komplett unproblematisch, aber nehmen wir jetzt mal an, wir hätten es hier bei getByID wirklich mit irgendeiner Funktion zu tun, die Daten aus einer Datenbank herausgräbt. Dann könnte es ja sein, dass für diese Zahl, die ich in getByID hineinstecke, 0 in dem Fall, gar kein Customer in der Datenbank vorhanden ist. Möglicherweise gibt es den gar nicht, der wurde gelöscht oder sonst irgendwie was. Das heißt, es könnte passieren, dass mir von getByID in dem Modul CustomerTS nicht ein Customer zurückgegeben wird, sondern was ganz anderes, nämlich null. Und dann habe ich noch ein extra Problem, diesen überflüssigen Import.
Wenn ich nämlich jetzt hier oben bei Customer.ts diese Annotation verändere und sage, okay, es könnte auch sein, dass bei GetByID neben einem Customer auch Null herauskommt, dann habe ich natürlich unten in der Main.ts einen Fehler. Ich habe ja gesagt, in meine Variable First darf nur ein Customer rein. GetByID könnte einen Customer oder Null zurückliefern und das ist natürlich nicht erlaubt. Diese Zeile kann so nicht funktionieren. Die Preisfrage ist, warum würde ich wollen, dass diese Zeile nicht funktioniert? Klar, ich habe hingeschrieben, dass First nur ein Customer sein kann, aber warum mache ich diese Einschränkung? First ist einfach nur eine JavaScript-Variable und da kann jeder beliebige Typ rein. Da kann alles Mögliche rein, neben einem Customer zum Beispiel auch Null. Ich habe jetzt hier diese Fähigkeiten von First künstlich eingeschränkt. Das kann ich natürlich machen. Ich weiß halt nicht, warum man das würde machen wollen, denn an sich ist ja an dieser Zeile inhaltlich nichts kaputt. Wenn ich das hier jetzt zu JavaScript transpiliere, habe ich jetzt hier etwas, was nicht funktioniert, obwohl es zur Laufzeit funktionieren würde. Die eigentlich spannende Frage für mein Programm ist, ob Render mit Null klarkommt. Das ist ja das, wo ich First am Ende hineinstecke und das ist eigentlich die wirklich spannende Frage. Ist Render, diese Render-Funktion, in der Lage, etwas darzustellen, was kein Customer ist? Und das ist tatsächlich ein Problem, das ich gar nicht in meiner Main.ts hier lösen möchte, sondern das ist in der Signatur der Render-Funktion festgelegt. Wenn ich also jetzt hingehe und mir das Leben einfacher mache, indem ich mir diese Customer-Annotation erspare, und ich tatsächlich ein Problem habe, was ja nicht gesagt ist. Es könnte ja sein, dass Render in der Lage ist, Null darzustellen. Aber wenn das ein Problem ist, kriege ich auch einen Fehler. Allerdings kriege ich jetzt einen Fehler, der auch tatsächlich begründet ist. Es gibt halt eben ein Problem damit, dass Null nicht in Render hineingeht. Und da sehe ich tatsächlich, wo es zu einem Problem käme, wenn ich jetzt diesen Code zur Laufzeit losschicken würde. Hier schränke ich die Fähigkeiten der Variable First künstlich ein, um zu verhindern, dass in Render Null hineingesteckt wird. Dabei macht Render das ja durch seine Typsignatur selber und ich muss das hier nicht extra angeben. Ich habe hier also eine etwas bessere Fehlermeldung, eine etwas besser begründete Fehlermeldung und ich muss halt eben nicht diese Customer-Module durch die Gegend importieren. Dadurch, dass ich also diese Annotation für den Customer an First nicht mache, habe ich etwas gewonnen, indem ich weniger getippt habe. Und das ist so ein bisschen, wo ich hin möchte. Ich möchte diese Typinferenz in einer Form haben wie so einen Kollegen beim Pair-Programming. Diese Typinferenz, die passt auf mich auf und sagt mir Bescheid, wenn ich irgendwas baue, was unmöglich ist. Aber wenn ich hingehe und ich mache Micromanagement, wie hier, dann mache ich meinen Kollegen halt etwas unglücklich, weil ich halt eben versuche, den fernzusteuern. Und das ist ja nicht wirklich, was man mit einem denkenden Kollegen machen möchte. Ich würde mich also jetzt hier auf die Aussage versteifen, dass es tatsächlich keine gute Idee ist, überall Typannotationen dran zu schreiben, sofern das nicht durch irgendetwas speziell motiviert ist. Besser ist es, die Typinferenz zu nutzen, wie gesagt, wie einen Kollegen beim Pair-Programming, und die Typinferenz in die Lage zu versetzen, für uns mitzudenken. Dass es einfach unser Buddy ist beim Programmieren und nicht einfach ein weiteres technisches Gerät, das wir steuern müssen, denn davon haben wir schon genug. Was man damit anstellen kann, ist tatsächlich recht spannend. Dazu müssen wir mit dem Typsystem aber ein bisschen anders verfahren. Wir merken uns erstmal, mein Fernziel ist weniger Typannotationen, aber mehr Typsicherheit. Aber um da wirklich auch in komplexeren Fällen hinzugehen, weil mein Beispiel mit Customer und Null jetzt war relativ simpel, dazu müssen wir etwas tiefer in das Typsystem einsteigen. Hier habe ich mein Customer-Objekt mal ein bisschen ausgebaut, so wie ein Customer tatsächlich möglicherweise da draußen aussieht. Ich habe hier in dem Customer einen Haufen Adressen drin. Es gibt eine Historie mit den getätigten Einkäufen und noch ganz, ganz viel mehr Data. Dieses Objekt ist mega komplex. Sieht man jetzt alles nicht, ist ausgepunktet, aber es ist wirklich super kompliziert. Okay, jetzt habe ich also ein komplexes Objekt oder ein Typ für ein komplexes Objekt. Was mache ich damit? Naja, ich führe irgendwelche Operationen drauf. Und wenn ich jetzt so der richtige, schöne JavaScript-Hipster bin, dann mache ich natürlich Immutable Data. Das heißt, meine Funktion Immutable Delete Address, mit der ich eine Adresse aus einem Customer rauslösche, verändert ein Customer-Objekt nicht, sondern baut mir aus einem gegebenen Customer-Objekt ein neues Customer-Objekt. In dem Fall ist es so, ich stecke hier einen Input-Customer hinein und einen Index. Und dieser Index beschreibt den Index der Adresse in dem Customer-Feld Addresses, das gelöscht werden soll. Und zurück kriege ich einen neuen Customer, der genauso ist wie der alte Customer, nur eben bereinigt um eine Adresse. Wenn ich jetzt wollte, könnte ich auch die Implementierung zeigen, aber die ist relativ langweilig. Ich liefere zurück das gleiche Objekt, wie ich es reinbekommen habe, mit dem Unterschied, dass aus dem Addresses-Objekt das Element am Index IDX rausgefiltert wurde. Okay,
Es ist Implementierung, das ist langweilig, darüber wollen wir gar nicht so sehr reden. Trotzdem, behaltet mal bitte im Hinterkopf, wie das hier aussieht. Ich leite wirklich das Objekt durch und schleife nur auf einem dieser Unterfelder, Addresses in dem Fall, ein bisschen die Daten und schmeiße da einen Punkt raus. Wunderbar. Also vergessen wir die Implementierung. Implementierung ist langweilig und kümmern uns mal lieber um Tests, weil wir wollen ja sicherstellen, dass unser schönes Objekt hier auch tatsächlich entsprechend verarbeitet wird, wie es die Funktion vorsieht. Also ein Input-Customer soll hereingegeben werden und es soll herauskommen, das gleiche wie der Input-Customer, nur befreit um eine Adresse. Na gut, dann schreiben wir einen Unit-Test, nichts leichter als das. Ich baue mir einen Input-Customer, stecke den in diese Funktion hinein, sage, hey, lösch mal bitte die Adresse an Index 2, kriege zurück einen tatsächlichen Customer und gucke mal eben, ob mein tatsächlicher Customer meinem erwarteten Customer entspricht. Und das sieht jetzt relativ einfach aus, hat aber natürlich einen Haken. Ich habe ja gesagt, dass dieser Customer-Typ hier oben ein extrem kompliziertes Objekt ist und wenn ich das jetzt so testen möchte und meine Funktion diese Signatur hat, dann bin ich natürlich gezwungen, hier für den Input-Customer und diesen Expected-Customer extrem unhandliche Objekte zu erzeugen, nur um zu gucken, ob bei diesem Unterfeld Addresses am Ende eins gelöscht wird. Das kann ich natürlich machen, aber dann habe ich halt riesig komplizierte Tests heißt, ich schreibe weniger Tests oder die gehen kaputt, wenn sie gar nicht kaputt gehen sollten und überhaupt ist das ja alles irgendwie ziemlich ekelhaft. Wenn ihr mal kurz euren JavaScript-Hut aufsetzt und euch nochmal die Implementierung von der Funktion vor Augen führt, dann sieht das ja nicht wirklich so aus, als müssten da tatsächlich Customer-Objekte rein. Ne? Es müssen nur Objekte rein, die ein Addresses-Feld haben. Und nur dieses Addresses-Feld wird verändert. Der Rest vom Objekt wird ja komplett transparent durchgereicht. Aber weil wir hier in unserer Funktion gesagt haben, der Input ist ein Customer und der Output ist ein Customer und wir unseren Customer als komplexes Objekt definiert haben, sind wir gezwungen, mega komplizierte Objekte zu bauen, selbst wenn wir eigentlich nur einen Unteraspekt testen möchten, nämlich die Behandlung von diesem Adressenfeld. Und das ist halt eben wirklich ein bisschen aufwendig, ein bisschen brüchig und allgemein nicht besonders schön. Was wir jetzt hier mal jenseits von meinem konkreten Beispiel feststellen können, ist, dass wir bei JavaScript tatsächlich einen großen Vorteil haben, nämlich wir haben eine große Flexibilität und eine große Dynamik. Wir müssen tatsächlich in diese Funktion Immutable Delete Addresses keinen kompletten Customer hineingeben, sondern können da Ausschnitte hineingeben und das funktioniert schon ganz gut. Und das ist eigentlich super, eine super Sache, die man eigentlich haben möchte, so lange, bis sie einem irgendwie nicht mehr passt. Denn der große Nachteil von JavaScript ist, dass halt eben alles kann und nichts muss. Dieser Vorteil ist nur ein Vorteil, wenn er sich ausprägt in einer Weise, die uns genehm ist. Technisch gesehen kann sich das aber genauso ausprägen auf eine Art und Weise, die uns das Leben schwer macht. Und dann ist die große Flexibilität und die große Dynamik direkt mal ein großes Problem. Wenn wir jetzt sowas hernehmen wie TypeScript und wir haben eine total statisch typisierte Welt, wo wir alles wirklich festgenagelt haben, dann ist alles total toll, weil alles ist strikt und statisch, alles ist wohl definiert und alles folgt konkreten Regeln. Super. Nee, nicht ganz. Das ist nur so lange super, wie es uns halt eben gefällt. Es kann genauso gut zum Problem werden, wie wir es gerade bei dem Testansatz gesehen haben. Wir haben eine total gängige JavaScript-Operation, aber müssen halt eben einfach nur, weil wir alles sehr, sehr festgenagelt haben, riesig komplizierte Objekte zu erzeugen, um dem Typsystem zu genügen. Das hat mit der Laufzeit von dem, was am Ende kompilierten JavaScript rauskommt, nichts mehr zu tun. Wir müssen halt hier nur den TypeScript-Göttern irgendwelche Opfer darbringen, aber das raubt uns Nerven und Lebenszeit. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Und das gefällt mir nicht besonders gut. Ich hätte gern beides. Also ich hätte gerne die beiden Vorteile und ich hätte gerne die beiden Nachteile nicht mehr. Ich will Flexibilität und Dynamik haben, aber auf eine Art und Weise, dass sie nur das tut, was ich auch haben möchte. Ich möchte gleichsam die Flexibilität und dynamisch, strikt und statisch beschreiben, sodass ich halt nicht riesig viel Arbeit mehr habe, dass ich wirklich JavaScriptlich programmieren kann, dass ich die ganze Dynamik von JavaScript nutzen kann, aber halt eben so ein paar Leitplanken aufgestellt habe. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Man kann natürlich, indem man TypeScript nimmt und das auf JavaScript anwendet, aus JavaScript, diesem ganz berühmt dynamischen Salat, etwas machen, was super strikt und statisch ist, mit OOP und Class A, Extens B und so weiter. Das kann man machen, wenn man das mag und so. Da ist jetzt auch nicht irgendwie direkt was falsch dran. Aber ich finde es eigentlich viel spannender, TypeScript herzunehmen, um JavaScript etwas festzunageln, um die guten Teile von JavaScript mit Leitplanken zu versehen, sodass ich weiterhin JavaScriptlich arbeiten kann, JavaScriptlich denken kann, JavaScripts Fähigkeiten nutzen kann, aber von diesen Fähigkeiten die Subsets sehr präzise festnageln, eben ein paar Leitplanken aufstelle. Und das ist mein Ziel. Und
Dazu müssen wir über dieses Typsystem ein paar Dinge wissen, die eigentlich irgendwie halbwegs logisch sind, aber die man so im Alltag, wenn man einfach so TypeScript nutzt, wie es im Handbuch steht, so oft nicht macht. Der erste Aspekt, der hierbei zu bedenken ist, ist, dass unser Customer tatsächlich nicht einfach nur ein Datentyp ist, ein so ein Objekt, sondern tatsächlich ein zusammengesetzter Typ ist. Wir haben diesen Customer, aber der hat Unterobjekte, aus denen er besteht. Addresses ist ein Unterobjekt, Purchase History ist ein Unterobjekt, Much More Data ist ein Unterobjekt. Und wir machen, wenn wir diesen Typ Customer so aufschreiben, implizit eine Zusammensetzung, indem wir diese Untertypen nehmen und sie zu unserem Gesamtcustomer zusammenkomponieren. Das ist soweit normal. Was man wesentlich seltener macht, aber eigentlich folgerichtig ist, ist, einen Typ wie den Customer auch wieder zu zerlegen. Ja, das geht. Was jetzt hier in bunt dargestellt ist, ist tatsächlich eine Operation auf einem TypeScript-Typen, der tatsächlich zur Compile-Zeit stattfindet. Ich kann also zum Beispiel aus meinem Customer dieses Unterfeld Addresses herausziehen und das in einen eigenen Typ Customer Addresses hineinschieben. Genau das gleiche geht mit Purchase History und Much More Data. Das sieht halbwegs logisch aus, weil wenn man so drüber nachdenkt, hat das als Konsequenz, dass diese Typen nicht nur aus Komponenten bestehen, sondern, was noch viel spannender ist, die sind programmierbar. Ich kann einen TypeScript-Typen hinschreiben, okay, ja, soweit so unspannend, aber ich kann ihn tatsächlich auch programmieren. Ich kann dort so ziemlich alles machen, was man sich vorstellen kann. Ich habe nicht alle Sprachkonstrukte, die ich aus JavaScript zum Beispiel kenne. Es gibt kein If und Else, es gibt keine Schleifen, aber ich kann trotzdem so ziemlich jede Operation durchführen, die man sich so vorstellen kann. Es ist so ein bisschen mehr so wie funktionales Programmieren, wo ich halt sowas habe wie Map und irgendwelche Conditionals, nicht If und Else, nicht diese imperativen Sprachkonstrukte. An Sprachmitteln mangelt es aber eigentlich nicht, um auch die abgefahrensten Dinge zu machen. Und mal eben kurz ein paar Beispiele von diesen abgefahrenen Dingen, die man tun kann. Was wir gerade gesehen haben, dass ich also ein Objekt habe, Customer, das zusammengesetzt ist aus mehreren anderen und dass ich da was raus extrahiere, das ist, was man einen Lookup-Type nennt. Also ich ziehe mir hier die Customer Addresses aus dem Customer-Objekt raus. Das ist der Zerlegeschritt. Und der ist soweit nicht überraschend. Was aber auch geht und was ganz nett ist, ist, wenn ich zum Beispiel ein Laufzeitobjekt habe, einfach ein ganz normales JavaScript-Objekt, SumObject, das jetzt kein TypeScript-Typ ist, sondern wirklich ein Runtime-Objekt, dann hat das natürlich einen Typen zur Laufzeit. Ich habe hier keine Typannotation an SumObject dran geschrieben, denn wie wir schon gesprochen haben, Typannotationen irgendwo dran schreiben ist was für Weichkekse, das machen wir nicht, die Typinferenz übernimmt das für uns. Der Typ von SumObject ist also definiert. Das ist ein Objekttyp, wo es ein Feld foo gibt, was eine Zahl ist, und ein Feld bar gibt, was ein String ist. Das weiß TypeScript, das steht hier nirgendwo dran. Aber was ich tatsächlich machen kann, mithilfe des TypeOf-Operators in TypeScript, ist aus einem Laufzeitobjekt, SumObject, einen TypeScript-Typen extrahieren, SumObject-Type in dem Fall, und dieser SumObject-Type hat genau den Typ, den SumObject per Typinferenz bekommt. Heißt also, ich kann meinen TypeScript-Typen nicht nur aufschreiben, das kennen wir schon, und nicht nur zerlegen mit den Lookup-Types, sondern ich kann tatsächlich auch einen TypeScript-Typen aus einem Laufzeitobjekt erzeugen, wenn ich das brauche. Und diesen so erzeugten Typen, wie zum Beispiel SumObject-Type, kann ich seinerseits natürlich wieder anderen Operationen unterziehen. Ich könnte zum Beispiel mit einem Lookup-Type aus dem SumObject-Type foo und bar raus extrahieren, um den Typ Number oder String zu bekommen. Oder was ich auch tun könnte, ist den KeyOf-Operator verwenden. Und dieser KeyOf-Operator extrahiert mir eine Union über die Feldnamen. Was ich damit sagen möchte, ist, SumObject-Type hat zwei Felder, foo und bar. Und was ich mit KeyOf extrahieren kann, ist tatsächlich eine Union, also eine Auswahl aus den Strings, die gültige Feldtypen auf SumObject-Type sind. Und das sind so die Dinge, die man mit dem Typsystem machen kann. Das sind jetzt natürlich sehr einfache Beispiele, aber die kann man tatsächlich zu unserem Vorteil nutzen, um zum Beispiel unser Problem mit dem Customer und dem Immutable Delete Addresses zu lösen. Wir haben also hier, wenn wir es jetzt mal anders betrachten, mit Customer nicht nur einen komplexen Typ, sondern vor allen Dingen einen zusammengesetzten Typ, der aus vielen verschiedenen Komponenten besteht. Addresses ist eine davon. Und die Funktion Immutable Delete Addresses hat eigentlich mit dem Customer an sich nichts zu tun, operiert halt zufälligerweise auf einer Komponente, die in diesem Customer-Objekt vorkommt. Sie hat mit dem Customer nichts zu schaffen, die kann mit beliebigen Objekten arbeiten, die eine Unterkomponente Addresses haben, die zu der Addresses-Komponente vom Customer kompatibel sind. Und das ist tatsächlich ein bisschen was anderes, als direkt den Customer hier anzugeben. Was wir jetzt mal probieren können, ist, wir können mal probieren, diese Immutable Delete Addresses Funktion so zu formulieren, dass sie den JavaScript-Tatsachen entspricht.
Denn, wie gesagt, mit dem Customer hat sie nichts zu tun. Wichtig sind hier nur die Komponenten. Und das versuchen wir jetzt mal. Dazu brauchen wir ein weiteres Feature, nämlich Generics, Typparameter. Kurz zur Rekapitulation für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben. ToArray hier ist eine Funktion, kriegt zwei Werte A und B und baut mir daraus ein zweistelliges Array mit den Werten A und B da drin. Wenn ich das jetzt mache mit meinen Variablen A1, A2 und A3 und dort jeweils hineinstecke Strings, Zahlen und Booleans, dann kann das Typsystem von TypeScript nicht ohne weiteres rausfinden, selbst mit der smartesten Typinferenz, was denn die Typen von diesen Arrays A1, A2, A3 sind, die hier rauskommen. Es gibt aber eine Möglichkeit, das für diese Funktion ToArray generisch festzulegen. Und generisch ist schon im Namen, das sind die Generics, das sind die Typparameter. Diese eckigen Klammern, in denen dieses T da steht, sind quasi ein zweites Set von Parametern. Diese Parameter enthalten aber nicht die Werte A und B, sondern die Typen von A und B, die in beiden Fällen T sind. T ist hier einfach nur der Variablename, der Typvariablename für den entsprechenden Parameter. Wenn ich jetzt hier unten bei A1, A2, A3 ToArray aufrufe und da StringNumberBoolean angebe, dann kann ich dort in StringNumberBoolean mit übergeben, was T für einen Typ haben soll. T nimmt als Variable diese Werte StringNumberBoolean an und dann kann ich halt eben erzeugen, aha, die Information, dass es hier bei A1 sich um ein Array von Strings handelt, bei A2 um ein Array von Numbers handelt, bei A3 um ein Array von Booleans handelt. Das kann ich tun und das ist soweit auch ganz nett. Ein kleiner Tipp am Rande. Es ist relativ üblich, diese Generics zu verwenden mit so einem Kürzel, mit einem Buchstabenkürzeln, so T, U, V, A, B, C. Kann man machen. Man kann da durchaus auch leserliche Variablen reinschreiben, also irgendwie Type und Source und Key und so. Das ist erlaubt. Die müssen nicht einen Buchstaben lang sein. Das macht es bloß unleserlicher. Ich habe jetzt hier nur als Ausrede, dass ich auf den Slides begrenzt viel Platz habe. Deswegen verwende ich tatsächlich T. Würde ich aber normalerweise in echtem Code nicht machen. Okay, was gibt es noch Erwähnenswertes? Naja, wir haben natürlich noch eine wichtige Erweiterung und das ist diese Extends-Klausel hier oben. Jetzt ist es so mit TypeScript. TypeScript recycelt Keywords. Wir haben das vorhin schon gesehen, dass wir da das Keyword TypeOf gesehen haben, das in TypeScript eine andere Bedeutung hat als in JavaScript. Beziehungsweise, wenn ich TypeScript schreibe, mische ich eigentlich zwei Syntaxen. Ich mische JavaScript und TypeScript. Und wenn ich einen Typen schreibe, dann bedeutet TypeOf was anderes, als wenn ich ein Runtime-Objekt schreibe. In Runtime bedeutet TypeOf den bekannten TypeOf-Operator von JavaScript. Und in TypeScript bedeutet TypeOf, also in der Typsyntax von TypeScript bedeutet TypeOf, dass ich aus einem Runtime-Objekt den TypeScript-Typen extrahiere. Mit Extends ist es ganz ähnlich. Extends ist normalerweise etwas für Klassen. Class A extends B. A ist eine Erweiterung von B. Aber in Typen bedeutet es was anderes. Hier in diesem Typparameter bedeutet Extends eine Bedingung. T muss etwas sein, das der rechten Seite von dem Extends-Keyword zuweisbar ist. T extends String oder Number formuliert also eine Anforderung an T. T muss etwas sein, das dem Typ String oder Number zuweisbar ist, was letztlich bedeutet, T muss entweder ein String oder eine Zahl sein. Damit habe ich hier in meinem Codebeispiel die letzte Zeile A3 unmöglich gemacht, weil Boolean ist nicht String oder Number zuweisbar. Diese Typen sind inkompatibel, aber die ersten beiden, die funktionieren noch immer. Ich kann also hier nicht nur einfach sagen, hey, ich brauche hier einen generischen Typ T, sondern ich kann auch noch festlegen, welche Bedingungen der erfüllen muss. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch Typinferenz. Das heißt, ich kann hier bei den Generics ausblenden, die Übergabe der Typparameter, weil TypeScript das aus den Parametern von ToArray selber herausfinden kann. Super. Ganz kurz, darf ich kurz reingrätschen? Sehr gerne. Eine Frage ist jetzt da. Ich glaube, ich werde es ganz passen, wenn wir die aufnehmen. Ich lese einfach ganz kurz vor. Ist das TypeOf von TypeScript etwas anderes als das von JavaScript? Das TypeOf von JavaScript gibt schließlich ein Object zurück, wenn man es auf ein beliebiges Objekt anwendet. Das war die Frage. Genau, also ich hatte das gerade schon erwähnt, das ist dieses elendige TypeScript-Keyword-Recycling. Also TypeOf kommt halt eben wirklich darauf an, in welchem Kontext bewege ich mich? Bewege ich mich, wenn ich TypeScript schreibe, in Runtime-JavaScript? Also kommt das, was ich gerade tippe, auch tatsächlich am Ende in meinem Output an? Dann ist TypeOf das JavaScript-TypeOf. Und wenn ich was in einer Typsyntax schreibe, dann bedeutet TypeOf so viel wie extrahiere mir das daraus. Also Extends wird von TypeScript recycelt, bedeutet in TypeScript-Typen was anderes als in JavaScript. TypeOf wird recycelt, const wird recycelt.
Es gibt ja const assertions und const enums, was im Prinzip zwei Recyclings sind von dem const Keyword in JavaScript. Und das ist halt eben leider ein bisschen verwirrend, aber die englische Sprache hat halt nur so und so viele bewegliche Teile. Da muss man wohl ein paar Dinge recyceln. Cool, vielen Dank. Okay, dieses Extens hier also, wo wir gerade beim Thema Recycling waren, formuliert eine Bedingung. Und diese Bedingung sagt halt eben, welche Anforderungen muss T erfüllen, um hier als Typvariable angegeben werden zu können. Und das können wir benutzen, um unser Ursprungsproblem mit dem Customer ein bisschen besser zu bearbeiten. Denn, wie schon erwähnt, unser Ursprungsproblem ist, dass Immutable Delete Addresses mit dem Customer eigentlich nichts zu tun hat, sondern eigentlich müsste das generisch sein. Wir können aber nicht einfach nur sagen, Immutable Delete Addresses operiert auf einem T, ohne das genauer festzulegen, weil dann ist ja nicht gesagt, dass wir auf T Addresses haben. Das heißt, dieser Code hier ist nicht gültig. Wir können aber sicherstellen, dass T eine Anforderung erfüllt und diese Anforderung könnte so aussehen. T muss also etwas sein, das mindestens ein Objekt ist, dessen Addresses Field erstens vorhanden ist und zweitens kompatibel ist zum Addresses Feld des Customers. Was wir damit geschaffen haben, ist, dass unsere Funktion Immutable Delete Addresses genauso gut funktioniert wie vorher, aber tatsächlich ein bisschen flexibler ist. Jetzt kann Immutable Delete Addresses nämlich aus allen Objekten eine Adresse löschen, die eine Adresse haben, deren Typ kompatibel ist zu dem Adressentyp, der in dem Customer vorkommt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie irgendwie eine Firma und diese Firma hat mehrere Adressen, dann kann ich das mit Immutable Delete Addresses genauso bearbeiten. Und das Wichtige hieran ist, dass das jetzt nicht irgendwie unsicher ist, denn schaut bitte einmal auf die Implementierung. Die Implementierung, also das Objekt, was ich hier zurückgebe, ist ja wirklich relativ flexibel, relativ dynamisch. Ich sage einfach, hey, was immer ich als Input-Objekt bekommen habe, gebe ich zurück. Nur aus dem Adressenfeld eliminiere ich einen Eintrag und das ist die Operation, die ich hier mache. Das heißt, diese Funktion ist notwendigerweise von ihrer Runtime-Implementierung her kompatibel mit allem, das ein solches Adressenfeld hat. Ich muss halt nur mein TypeScript auch so formulieren, dass ich diese Dynamik, diese Fähigkeiten vom JavaScript darin widerspiegle. Was wir also hier vorher hatten, ist eine künstliche Einschränkung des Inputs, die eigentlich gar nicht in unserem Sinne war. Immutable Delete Addresses war so gebaut, dass es aus allen möglichen Objekten was löschen konnte und aus unerfindlichen Gründen haben wir das auf einen Customer eingeschränkt. Dabei ist das gar nicht nötig. Das kann auf allen möglichen Objekten operieren und das ist auch gut so. Diese Funktion ist vernünftig definiert für alles, was eine Adresse hat, die mit solchen Customer-Objekten kompatibel ist, aber wir haben es vorher eingeschränkt. Hinterher habe ich jetzt hier ein paar mehr Tokens da stehen, habe aber am Ende genauer beschrieben, was diese Funktion eigentlich tut, was ja eigentlich die Idee hinter diesem Typsystem ist. Ich will damit ja sagen, was diese Funktion für mich leisten kann, nur dann muss ich es halt eben auch so hinschreiben, dass das der Wahrheit entspricht. Das hier ist einfach eine sehr viel präzisere Fassung der Variante oben, wo ich einfach nur mich auf einen Customer beziehe. Die Information, die ich tatsächlich auch aus dem Lesen dieser Funktionssignatur kriege, ist jetzt nicht wirklich wertvoll. Denn das, was ich jetzt hier lese, das stimmt ja gar nicht. Diese Funktion kann ja sehr viel mehr. Sie ist halt künstlich eingeschränkt. Alles, was ich daran erkennen kann, ist, was sich die Autoren dieser Funktion ursprünglich mal gedacht hatten. Ja, okay, die wurde anlässlich der Implementierung dieses Customers umgesetzt. Aber wirklich spannender wäre ja die Frage, was kann diese JavaScript-Funktion für mich leisten? Nicht, wofür ist sie gedacht, sondern was kann sie? Und das ist, was diese untere Syntax tatsächlich präzise beschreibt. Die Fähigkeiten der Funktion. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Etwas präziser werden, aber halt eben dabei, dank Typinferenz, die ganze Sache trotzdem relativ einfach zu benutzen haben. Denn das Wichtige an dieser Syntax ist, T extends addresses und so, das sieht ein bisschen kryptisch aus, aber das muss ja wirklich nur der Implementierer dieser Funktion schreiben. Alle, die diese Funktion am Ende nutzen, müssen dank Typinferenz diesen generischen Typ gar nicht angeben, der wird automatisch mitgedacht und da wird einem einfach nur gesagt, ob dieses Objekt, das ich in dieses Immutable Delete Addresses hineinstecke, ist das kompatibel oder ist das nicht kompatibel. Und das ist alles. Was wir also hier haben, ist, dass wir unsere Typen etwas intelligenter gemacht haben, dass wir sie generisch gemacht haben, aber mit Bedingungen festgenagelt haben und haben damit mehr an Flexibilität gewonnen. Wir können jetzt unsere Funktion nutzen für Dinge, die auch gar kein Customer sind. Es funktioniert trotzdem. Das ist also, was wir hier getan haben. Und jetzt will ich das mal kurz in der Endausbaustufe zeigen, wohin uns das führen kann, wenn wir das mal richtig aufdrehen. Und das ist auch wieder ein Beispiel aus meinem Alltag. Und das dreht sich um Message Ports.
Message Channels sind so ganz normale im Browser vorhandene Standard JavaScript APIs. Das hier ist jetzt TypeScript. Sieht man nicht, weil ich natürlich nirgendwo Typannotationen dran schreibe. Ist natürlich auch nicht nötig. Wissen wir ja mittlerweile. Ich baue mir also einen Message Channel. Dann kriege ich zwei Port-Objekte. Und mit diesen Port-Objekten kann ich Folgendes machen. Ich kann auf einen Port, gerne auch auf beide, aber in dem Fall auf einen Port, einen Event-Listener registrieren, der eine Funktion lostritt, sobald eine Nachricht an diesen Port 1 geschickt wird. Und wie schicke ich eine Nachricht an den Port 1? Naja, das mache ich, indem ich den Port 1 starte. Damit ist er in der Lage, Nachrichten wahrzunehmen. Und diese Nachrichten, die kommen tatsächlich von Port 2. Wenn ich in Port 2 irgendwelche Daten reinstecke, in dem Fall die Zahl 42, kommen sie bei Port 1 an, lösen dort die Funktion aus, das Window Alert wird losgetreten und ich kriege jetzt hier als Output 42. Soweit so gut, das ist auch alles irgendwie ganz fein und TypeScript und TypeSafe und im Prinzip alles, was man machen könnte. Diese Message Ports natürlich, die kommen jetzt hier innerhalb eines Browsers vor, innerhalb eines Frames, aber das ist eigentlich nicht der Use Case. Man kann diese Message Ports transferieren in Worker hinein oder in andere Tabs und kann dann darüber Cross-Tab-Kommunikation machen oder Kommunikation zwischen Web-Workern und viele, viele andere abgefahrene Sachen. Und dafür ist dieses Message Parsing ganz gut. Die spannende Frage an der Stelle ist natürlich, ja. Bitte, darf ich da mal ganz kurz einhaken? Jetzt einfach eine Frage, die sich direkt auf den Kontext bezog. Ich lese wieder einfach ganz kurz vor. Dann sollte man eigentlich noch den Lookup entfernen und im Customer Type das Kompositum anders beschreiben, indem man ausdrückt, dass Addresses ein Array des Address Types ist. Somit hätte auch in der Signatur des Customer nichts mehr zu suchen. Kannst du damit was anfangen? Das ist jetzt ein bisschen, ohne den Kontext genau zu beschreiben. Damit kann ich was anfangen. Also ich glaube jedenfalls, dass ich damit was anfangen kann. Yes. Nämlich, was ich jetzt hier mache, ist ja durch den Lookup, ich hole mal kurz hier meinen Mauszeiger raus, ich mache ja hier diesen Lookup mit den Addresses und der Kommentator bezog sich, glaube ich, darauf, dass das hier tatsächlich ein unnötiger Schritt ist, dass ich Addresses aus dem Customer raus extrahieren muss. Ich hätte ja tatsächlich erstmal einen Typ Addresses hier oben definieren können und den dann im Customer verwenden können und hier unten in Immutable Delete Addresses direkt referenzieren können, sprich den Customer selber auch tatsächlich explizit zu komponieren, statt implizit zu komponieren. Was bleibt mir dazu zu sagen? Ja, stimmt, würde ich so machen. Ist halt hier jetzt nicht so, weil Beispiel. Okay, cool, vielen Dank. Sorry, die Unterbrechung. Nee, alles gut, muss ja geklärt werden. Zurück zu unseren Message Ports. Hier habe ich also meinen Code soweit. Ich stecke in Port 2 die 42 hinein. Auf Port 1 findet das Event statt. Es gibt einen Alert und dann kriege ich da 42 raus. Soweit ist alles ganz nett. Die spannende Frage ist, in Event.data steckt das drin, was ich in Port 2 hineingesteckt habe. Das kommt in Port 1 an. Was ist jetzt der Typ von Event.data? Wenn ihr jetzt denkt, der Typ von Event.data wird ja wohl auf jeden Fall 42 sein, dann ist die Antwort ein eindeutiges Nein, denn wie gesagt, diese Message-Ports sind für so Cross-Browser, Cross-Frame-Kommunikation gedacht. Und in dem Sinne hätten wir es ja tatsächlich mit zwei komplett unterschiedlichen Welten zu tun, wo die eine Welt mit der anderen Welt nichts zu tun hat, wo die nicht mal von ihrer Existenz wissen. Das kann die Typinferenz nicht leisten, also kommt hier Any raus, der YOLO-Typ für, das hier könnte alles Mögliche sein. Und das ist notwendigerweise so. Das macht sonst auch keinen großen Sinn, denn wir haben es hier halt eben mit unterschiedlichen Universen zu tun, die über dieses schwarze, über dieses Wurmloch des Message-Ports miteinander reden. Das ist also jetzt nicht wirklich zu verhindern, ist aber natürlich doof. Denn bei komplizierteren Dingen hat man es eventuell mit sehr, sehr vielen Message-Ports zu tun. Das ist ein Diagramm, das zeigt, wie zum Beispiel eine Chrome DevTools Extension funktioniert. Da hat man verschiedene Bestandteile dieser Extension, irgendwie ein Content-Skript und ein Toolbar-Icon und ein DevTools-Panel und ein Hintergrundskript und viele, viele andere Dinge. Und die reden alle nur per Post-Message miteinander. Es gibt keine direkte Kommunikation. Das sind wie lauter kleine Einzelframes, die miteinander wirklich nur reden, hey, der Toolbar-Button wurde angeklickt, ist eine Message. Im Content-Skript wurde was angezeigt oder ein Ad blockiert, ist eine Message. In der Options-Page wurde eine Option verändert, ist eine Message, die durch die Gegend geschickt wird. Und normalerweise macht das wirklich einem das TypeScript komplett kaputt, wenn man in so einer Umgebung unterwegs ist. Weil wir haben es notwendigerweise mit unterschiedlichen Browsing-Kontexten zu tun, also unterschiedlichen Browser-Fenstern. In dem einen herrscht das eine TypeScript-Regime, im anderen herrscht das andere TypeScript-Regime. Und wenn ich jetzt in Port 1 einen Typ A hineinstecke, kommt der unter Garantie in Port 2 als Any an.
dort kann Port 2 gar nicht wissen, mit was es eigentlich das zu tun hat, weil Port 1 ist in einem anderen Browsing-Kontext. Wer weiß, was dort hineingesteckt wurde. Die können voneinander nichts wissen. Das ist notwendigerweise eine verlustbehaftete Operation, was Typen angeht. Es gibt aber eine Möglichkeit, das Problem in den Griff zu kriegen. Und das besteht darin, dass wir diese beiden Message-Ports in Wrapper verpacken und diese Wrapper mit fortgeschrittenen Typsystem-Features ausrüsten, sodass die in der Lage sind, die Typinferenz so anzuschubsen, dass, wenn ich in Port 1 Typ A angebe, also Typ 1 hineingebe, ich in Port 2 auch Typ A empfangen kann. Und ich empfange das tatsächlich nicht, indem ich da irgendwelche Annotationen verteile, denn wir haben schon geklärt, dass wir das nicht machen, sondern die Typinferenz ist in der Lage, diese Transferleistung über Browserfenstergrenzen hinweg herzustellen. Und da wollen wir hin und das machen wir jetzt mal. Ist auch eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir fangen an mit einem Typ Messages und dieser Typ Messages ist jetzt mal etwas komplett anderes. Wir haben bisher im Falle unseres Customers zum Beispiel Typen wirklich benutzt, um Objekte zu beschreiben, die in unserem Code am Ende auch tatsächlich vorkommen, die zur Laufzeit existieren. Messages ist jetzt für mich was anderes. Es wird am Ende kein Objekt vom Typ Messages geben, das in meiner Runtime durch die Gegend läuft, sondern Messages ist in meinem Fall eine Lookup-Table. Und zwar eine Lookup-Table, die ich ausschließlich für Typ-Level-Operationen verwende. Ich ordne hierzu einen Message-Typen, einen Namen gleichsam, eine Question und eine Answer. Und die haben jeweils Payloads, Daten, die mitgeschickt werden. Wenn ich also eine Frage stelle, was ist der Sinn des Lebens und so weiter, ist das natürlich ein String. Und die Antwort, 42, ist immer vom Typ Number. Nochmal, das sind jetzt keine Message-Objekte, die durch die Gegend geschickt werden, aber die beschreiben eine Beziehung zwischen einem Feld auf einem Objekt, Question, das muss immer ein String sein, und Answer, was immer eine Number sein muss. Jetzt baue ich mir mal eine kleine Wrapper-Klasse rund um einen Message-Port. Und das ist jetzt erstmal relativ langweilig. Ich habe halt hier meine Class Type-Port. Der Constructor kriegt einen Message-Port übergeben. Diesen Message-Port starte ich. Und dann möchte ich gerne bauen eine Methode namens Send. Send soll auf einem solchen Typed-Port aufgerufen werden und dort kann ich angeben einen Type und einen Payload. Dann wird ein Objekt konstruiert mit zwei Feldern, Type und Payload, und das wird dann durch die Gegend geschickt. Was ich also in Type Port 1 reinstecke, kommt dann in Type Port 2 an. Soweit, so unspannend. Wir sehen hier auch hier die Signatur der Methode. Sie gibt nichts zurück, Rückgabetyp Void. Der Type ist ein String und der Payload ist irgendwas. Naja, denken wir doch mal darüber genau nach. Wenn wir diese Implementierung jetzt so haben, dass wir dann aus diesem Type und diesem Payload ein Objekt zusammen konstruieren und dieses Objekt verschicken, und wir aber oben in unserem Messages-Typ festgelegt haben, was die Beziehung zwischen Type und Payload jeweils ist, dann ist das hier mit der Signatur von Send nicht ganz übereinzubringen. Denn ist Type wirklich ein String? Definitiv nicht. Type ist hier nicht irgendein String, sondern Type ist einer von zwei möglichen Strings. Type kann entweder sein Question oder Answer und dann nichts anderes. Und das können wir tatsächlich festlegen. Das ist jetzt relativ viel auf einmal, aber nehmen wir uns mal kurz einen Moment, um das hier zu lesen. Schauen wir uns erstmal den Typparameter von Send an. Type extends key of messages. Lesen wir das mal von hinten nach vorne. Key of messages. Key of war dieser Operator, der aus einem Objekttypen die Feldnamen extrahiert. Messages hier hat die Feldnamen, also auf der linken Seite der Doppelpunkte, Question und Answer. Ich kriege hier also die Union Question oder Answer zurück. Und Type Extends formuliert eine Anforderung an den Parameter, der am Ende den Typ Type haben soll. Das heißt, was ich jetzt hier sage, ist, indem ich hier festlege, dass Type vom Type Type sein muss, dass Type nur einer von zwei möglichen Strings sein kann, nämlich Question oder Answer. Der Unterschied ist, vorher konnte Type irgendein String sein, von mir aus auch FUBA. Damit habe ich jetzt aber aus meiner Lookup-Table die Keys ausgelesen und festgelegt, dass der Type einer von diesen Keys sein muss, Question oder Answer. Und wenn wir das gemacht haben, können wir auch über den Payload nachdenken. Denn der Payload kann tatsächlich nicht irgendwas sein, der ist nicht any, sondern der muss String oder Number sein. Und tatsächlich kann der nicht String oder Number sein, sondern der muss einen Wert haben, der muss einen Typ haben, der abhängig ist von dem Typ des Type-Parameters. Und auch das können wir nutzen, indem wir hier einen Lookup-Type machen. Denn Type ist ja ein Typ, Question oder Answer, der genutzt werden kann, um die Lookup-Table zu indizieren. Und ich kann tatsächlich sagen, hey, hier muss der Payload etwas sein, das der rechten Seite des jeweiligen Types entspricht. Also, wenn der Type Question ist, kann der Payload nur ein String sein. Wenn der Type Answer ist, kann der Payload nur Number sein.
und alle anderen Möglichkeiten, Send hier zu beschreiben, sind gar nicht möglich. Ich könnte jetzt theoretisch das gleiche Konstrukt auch herstellen, indem ich Send einfach ein paar Mal überlade. Aber das ist ein bisschen eleganter, weil ich einmal meine Single Source of Truth als Typ definiert habe. Ich habe gesagt in meiner Messages Lookup Table, welche Beziehungen zwischen Type und Payload kann es geben. Und ich habe dann diesen Basistypen genommen, um daraus die Signatur von Send zu konstruieren und damit sicherzustellen, dass es völlig unmöglich ist, Send jetzt nicht wie intendiert aufzurufen. Verkürzen wir mal ganz kurz den Code etwas und machen mal ein paar Aufrufe von Send. Ich mache mir also hier einen Message-Channel, nehme mir den ersten Port, stecke den in den Type-Port hinein und rufe jetzt darauf Send auf. Ich stecke Answer hinein mit einem Payload, was ein Number ist, 42, das ist okay. Answer hingegen mit einem String ist nicht zulässig. Auf der linken Seite der erste Parameter, Answer ist erstmal grundsätzlich erlaubt, das kann ein Message-Typ sein. Aber der Payload dafür kann halt eben nur eine Zahl sein. Das ist, was meine Lookup-Table da oben sagt. Das hier ist also nicht okay. Und die Begründung ist halt auch ganz spannend. Hier wird mir nicht gesagt, dass diese Signatur eine nicht gültige Kombination darstellt, sondern es wird definitiv auch gesagt, hey, nee, du kannst hier keine String als Payload für eine Message vom Type Answer angeben. Question hingegen mit einem Payload vom Typ String ist völlig in Ordnung. Question hingegen mit einer Zahl oder mit Null oder irgendwas anderem ist nicht erlaubt. Und auch hier wieder nicht, weil die Signatur nicht zulässig wäre, sondern weil spezifisch ein Aspekt dieser Signatur, nämlich der Typ des zweiten Parameters, nicht zulässig ist. Und zu guter Letzt irgendeinen Message-Typ verwenden, den es gar nicht gibt in meiner Lookup-Table wie FUBAR. Das geht schon mal gar nicht. Das ist auch nicht okay. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wenn ich da kurz reingrätschen darf. Frage Nummer 1, funktioniert diese Typzuweisung in Messages auch für komplexere Typen wie Interfaces oder komplexe Objekte? Fragezeichen. Ja, tatsächlich ist es so, dass die Unterschiede zwischen einem Type, den ich mit Type definiert habe, und einem Type, den ich mit Interface definiert habe, die sind extrem klein. In den meisten Fällen kann ich das miteinander austauschen und die Objekte können auch verschachtelt sein, rekursiv sein und so weiter. Das geht vom Prinzip her alles. Und die wichtigste Botschaft ist wirklich zwischen Interface, einem Type mit Interface definiert und einem Type mit dem Type-Keyword definiert, gibt es keinen Unterschied. Ich mache es halt eben einfach mit Type, weil für irgendwas muss man sich ja entscheiden, aber es ist eigentlich Jacke wie Hose. Okay, cool. Noch eine Frage ist aufgelaufen, die würde ich jetzt auch gleich nochmal stellen. Werden die generischen Parameter zur Compile-Time ausgewertet oder wird das auch beim Kompilieren nach JavaScript mit als Funktionalität bereitgestellt? Sprich, wenn man die Send-Methode von JavaScript aufruft, springt der Check dann auch noch an? Fragezeichen. Sehr gute Frage. Die Antwort ist nein. Wir machen allerdings gleich etwas, was in diese Richtung geht, dass wir also sozusagen die Type-Checks zur Compile-Zeit, zur Entwicklungszeit und die Type-Checks zur Laufzeit miteinander kombinieren können. Das ist jetzt aber hier nicht der Fall. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelchen Wild-West-JavaScript-Code noch habe, der mit meinem Type-Port interagiert, kann der zur Laufzeit Send auf eine Art und Weise verwenden, die nicht vom Typsystem abgesichert ist. In dem Sinne ist auch das hier so wie jedes andere TypeScript auch. Wie gesagt, muss nicht sein. Wir machen das nachher auch noch mit Runtime-Absicherung. Aber für den Moment, so wie es hier steht, kann man das kaputt spielen, wenn man will. Gut, besten Dank. Okay. Um nochmal eben kurz nach Hause zu bringen, warum ich das jetzt für eine gute Idee halte. Es ist jetzt relativ viel, relativ kryptischer TypeScript-Code, aber es gibt einen spannenden Aspekt dabei, nämlich der, dass alle, die diese Klasse jetzt nicht aktiv entwickeln, die nur Nutzer von diesem Typed Port sind, die haben eine ganz schöne Developer-Experience, weil die nämlich extrem von der Autocompletion profitieren, ohne irgendwie TypeScript schreiben zu müssen. Hier, wenn ich jetzt Port 1.send schreibe und ich möchte meinen Message-Typen angeben, dann wird mir von der Autocompletion, in dem Fall von Visual Studio Code, nur angegeben, was die beiden möglichen Message-Typen sind. Question und Answer, alles andere ist nicht möglich, das sehe ich sofort, ohne dass ich irgendwie was schreiben muss. Send ist ja eine generische Methode, da gibt es Typparameter, aber dank der Typinferenz muss ich das hier nicht hinschreiben. Ich muss das nicht ausschreiben, es gibt hier keine eckigen Klammern, das kriegt TypeScript automatisch raus. Und wenn ich mich dann entschieden habe, dann wird es sogar noch besser. Ihr seht jetzt hier, dass die Autocompletion sagt, Send hat als Message-Typ Question oder Answer und als Payload String oder Number. Sobald ich mich aber für einen Message-Typen entschieden habe, zum Beispiel jetzt hier für Answer, steht da unten für Payload
schon die bereits zugespitzte Version, nämlich aha, für den Message Type Answer kann der Payload nur Number sein. Das heißt, der Payload-Typ String ist aus der Gleichung schon automatisch rausgerechnet worden. Es ist also auch für die Uneingeweihten, die jetzt hier nicht zuhören, sondern später nur eure Klasse benutzen, gar nicht mehr möglich, diesen Port falsch zu verwenden, mit der eben erwähnten Ausnahme, dass man halt eben irgendwelches Rogue JavaScript hat, das dann zur Laufzeit sich um die TypeScript-Prüfung herummogelt. Aber sobald man sich innerhalb der TypeScript-Welt bewegt, muss man hier gar nichts wissen über die genaue Implementierung von Send. Man kann sie halt eben trotzdem nicht falsch benutzen. Darauf möchte ich halt eben hinaus. Das Typsystem soll für uns arbeiten. Wir, die wir jetzt eingeweiht sind, die wir sowas schreiben können und die jetzt möglicherweise auch ein lokales Maximum an Wachheit haben, sodass wir das auch wirklich verstehen können, die können dann diese Klasse formulieren. Und alle anderen, die jetzt hier das nicht verfolgt haben oder wir, wenn wir weniger ausgeschlafen sind, die Kaffeemaschine kaputt ist oder sonst irgendwelche widrigen Umstände sind, wir müssen das gar nicht nachvollziehen können, wenn wir einfach nur Nachrichten durch die Gegend schicken wollen. Wir können dieses Problem einfach aus unserem Kopf verbannen, wenn wir es einmal zentral mit ein bisschen besseren smarteren Typen gelöst haben. Das Typsystem soll für uns arbeiten und nicht wir für das Typsystem. Soweit, so gut. Wir können nicht mehr den Typeport nutzen, um Nachrichten, die nicht erlaubt sind, mit Payloads, die nicht erlaubt sind, durch die Gegend zu senden. Soweit, so gut. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist eine Methode für das Empfangen von Nachrichten. Und dort kommen wir dann auch zu der Frage der Typprüfung zur Laufzeit jenseits von TypeScript. Und das machen wir jetzt einfach mal und bauen hier in unserem Typeport noch was ran. Den Constructor und die Send-Methode, die blende ich jetzt mal eben aus, einfach nur aus Platzgründen. Und wir kümmern uns jetzt mal um die On-Methode. Die On-Methode registriert gleichsam einen Event-Listener für Events von einem bestimmten Typ. Die Signatur ist wieder klar, On gibt nichts zurück. Der Type ist klar, es muss ein Message-Type sein. Und der Listener ist eine Funktion, die entsprechende Payloads entgegennimmt. Listener wird aufgerufen jedes Mal, wenn ein Event vom Type stattgefunden hat. Den Typ für Type jetzt zu formulieren, ist relativ einfach. Der Type von Type ist natürlich nicht ein String, sondern natürlich ist der Type von Type wieder einer von diesen Types, die in unserer Lookup-Table Messages angegeben sind. Das heißt, die Definition von Type hier ist genau die gleiche wie bei Send. Und beim Payload des Listeners, können wir auch bereits sagen, was für ein Payload dort empfangen werden kann. Der Payload, der übergeben wird, ist das, was wir in der Lookup-Table vorfinden unter dem Index unseres Type. Soweit erstmal so unspannend und damit haben wir auch schon mal festgestellt, dass man on gar nicht mehr falsch aufrufen kann. Richtig? Ich kann mich nur für Events registrieren von Typen, die auch tatsächlich stattfinden, also für Question und Answer und für was anderes nicht. Und ich kann auch nur Funktionen dort hineingeben, die den korrekten Payload erwarten. Ich kann also jetzt nicht sagen, hey, ich erwarte jetzt zum Beispiel Events vom Typ Answer und erwarte eine Listener-Funktion, dass die Strings bekommt. Auch das wird vom Typsystem hier schon nicht mehr zugelassen. Das Problem ist aber jetzt das folgende. On macht ja eigentlich etwas, was der Messageport selber gar nicht kann, nämlich filtern nach dem Typen. Wenn ich jetzt also hier sage, auf dem eigentlichen Messageport, der jetzt unserem Typedport zugrunde liegt, registriere ich einen Event-Listener und hole mir hier die ganzen Messages, dann kriege ich hier tatsächlich jede Nachricht übergeben, die reinkommt, und zwar nicht nur vom Type-Type. Was wir eigentlich hier schon machen, ist neben der ganzen Typsicherheit auch noch das Implementieren eines eigenen Message-Protokolls, wo wirklich Events gefiltert nach Type wahrgenommen werden können. Das hier unten müssten wir jetzt also erstmal implementieren und spaßeshalber machen wir das jetzt auch mal in der Type-safen Variante, um auch die Frage von gerade zu beantworten. Wie würden wir denn jetzt dies hier richtig machen? Naja, was wir jetzt brauchen, ist ein Type-Guard und das kommt genau auf die Frage von gerade zu sprechen, nämlich: Wie stelle ich sicher, dass sich die Type-Checks von TypeScript und die Type-Checks, die zur Runtime stattfinden, so ich sowas haben möchte, tatsächlich einander ergänzen und wirklich das Gleiche abfragen? Naja, das ist nicht weiter schwierig. Und mit nicht weiter schwierig heißt natürlich, ich hexe jetzt mal ein bisschen abgefahrenes TypeScript durch die Gegend. Ich habe jetzt hier erstmal meine Lookup-Table von vorhin. Question ist ein String, Answer ist ein Number, die Kombination aus Type und Payload in meinen Message-Objekten. Dieser Typ hier ist, wie schon erwähnt, etwas, was nicht wirklich als Objekt in meinem Code vorkommt. Aber was ich natürlich machen kann, ist aus dieser Lookup-Table die tatsächlichen konkreten Message-Objekte herstellen. Ein Type-Message-Objekt beschreibt diese Dinger, die ich implizit schon verwendet habe, nämlich Objekte mit einem Feld Type
und einem Feld Payload. Das ist jetzt die allgemeinstmögliche Variante davon. Also ein Message-Objekt ist immer etwas, ein Objekt mit zwei Feldern, Type und Payload. Aber die Werte hier, String und Any, sind natürlich nicht korrekt, sondern ich kann auch das wieder genauer festlegen. Ich kann nämlich auch Typen generisch machen, wie wir das jetzt hier sehen. Message-Objekt kriegt also einen Typ-Parameter namens Type. Type muss etwas sein, das in den Keys von Messages vorkommt, kann also nur Question oder Answer sein. Ich mache dann den Type zu eben einer zu einem Objekt, zu einem Feld vom Type Type, und Payload ist der Payload, der gemäß unserer Lookup-Table unter diesem Type zu finden ist. Sprich, dieser Message-Objekt-Typ hier ist jetzt generisch, aber wie wir das schon kennen, die Art des Generischen ist eingeschränkt durch unsere Lookup-Table. Aus der Lookup-Table heraus haben wir unser Message-Objekt definiert. Und was wir jetzt bauen können, ist ein TypeGuard. Ein TypeGuard ist eine Funktion, die JavaScript Ducktyping vollführt, woraus aber TypeScript Informationen über die Typen zur Compile-Zeit ableitet. Ihr seht hier, diese Funktion ist Message-Objekt, die als Parameter irgendein Object übergeben bekommt, und dann gibt es hier in der Typsignatur dieses Object is Message-Object any. Was das hier macht, ist im Prinzip die Formulierung eines Booleans mit einer bestimmten Bedeutung. Normalerweise würde diese Funktion hier ein Boolean zurückgeben, und sie wird nachher auch ein Boolean zurückgeben, true oder false. Aber mit dieser Information hier, Object is Message-Object, sage ich dem Typsystem auch, was diese Information bedeutet. Sprich, wenn diese Funktion aufgerufen wird und es kommt true zurück, dann hat diese Funktion nicht nur ein Boolean true erzeugt, sondern hat halt eben ermittelt, mithilfe von Runtime-Type-Checks, dass das Input-Objekt einem bestimmten Typ entspricht, und diese Information kann dann vom Typsystem verwendet werden. Das würde dann ungefähr so aussehen. Ich gucke halt eben, ob mein Object hier definiert ist, dass es nicht null oder undefined ist. Ich checke halt eben, dass dieses Objekt ein Feld namens Type hat, was ein String ist, und dann sage ich, true, das wird schon so passen. Wahrscheinlich ist dieses Input-Objekt hier eins von meinen Message-Objekten. Sollte schon grob hinhauen. Das Problem ist aber jetzt, dass diese Funktion mir nur sagt, ob das Objekt, das hier reingegeben wird, irgendein Message-Objekt ist, kann mir aber nicht sagen, ob das Input-Message-Objekt auch tatsächlich ein Message-Objekt von einem bestimmten Type ist. Also ist es ein Message-Objekt vom Type Question oder vom Type Answer. Das kann mir nur sagen, ja, irgendeins ist das, und das ist natürlich nicht gut genug. Also gehen wir hin und bauen einen weiteren Parameter hier ein. Ist Message-Objekt bekommt jetzt nicht nur übergeben das Objekt, das untersucht werden soll, sondern auch den Type, auf den dieses Objekt hin untersucht werden soll. Sprich, diese Funktion sagt mir jetzt nicht nur, ob Object irgendein Message-Objekt ist, sondern liefert nur dann true zurück, wenn das Objekt auch tatsächlich einem bestimmten Type entspricht. Dazu muss ich natürlich die Implementierung so ein bisschen anpassen. Ich gucke jetzt nicht nur, ob der Object.type irgendein String ist, sondern ob es tatsächlich der Input-String ist. Und dann erinnere ich mich, Type irgendein String, das muss ja gar nicht sein. Tatsächlich habe ich es hier ja mit einer bestimmten endlichen Menge von Strings zu tun. Und diese Strings kommen woher? Ihr ahnt es schon, aus den Keys unserer Lookup-Table. Ich sage also hier, dass ich mir wieder einen generischen, einen Typparameter heranschaffe. Dieser Typparameter namens Type ist erzeugt aus den Key of Messages, beziehungsweise muss zu diesem kompatibel sein. Dann kann ich sicherstellen, dass mein erster Parameter hier, der Type, auf den ich dieses Objekt hin untersuche, auch von diesem Type ist. Und kann dann auch meine Aussage noch erweitern, dass ich also sagen kann, wenn hier true zurückkommt, ist es nicht nur so, dass es irgendein Boolean ist. Es ist auch nicht so, dass ich festgestellt habe, dass Object irgendein Objekt ist, sondern ich habe auch noch sichergestellt, dass Object eins von den Message-Objekten ist, die vorkommen können, und zwar spezifisch das von diesem Input-Typen, dem ersten Parameter. Und das ist ein Beispiel, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, wo ich hier einen ganz normalen JavaScript-Style-Runtime-Type-Check mache, wo ich einfach nur so gucke, Ducktyping-mäßig hat dieses Objekt diese und jenen Felder, wenn ja true, ansonsten false, sondern ich reichere es auch noch mit Informationen an, mit denen TypeScript was anfangen kann. Das ist hier das gelb markierte. Und wenn ich das jetzt einbauen möchte, ist das auch wieder relativ einfach. Ich kann das jetzt nutzen, um hier in der on-Methode, wo ich meinen Message-Event-Listener registriert habe, um zu gucken, ob dieses Message-Objekt, dieses Event.data, was ich hier reingereicht bekomme, ob das meinem erwarteten Typ entspricht, und nur dann rufe ich den Listener auf, stecke dort den entsprechenden Payload rein. Der Payload ist ja durch diesen Type-Check bereits bestätigt worden, als tatsächlich auch das, was hier vom Listener per Typ-Annotation erwartet wird. Das Ganze findet zur Laufzeit statt, macht also wirklich das Filtering und ist halt eben auch noch zur Compile-Zeit type-safe, sodass TypeScript sich hier nicht beschwert.
Und damit sind wir dann wieder so weit, dass es wieder total problemlos möglich ist, auf diesem Port die erlaubten Operationen durchzuführen. Ich kann mich registrieren für eine Answer und für eine Question, kann meine Event-Listener angeben, entweder mit Parametern oder ohne. Ohne Parameter ist auch okay, muss die Funktion ja nicht entgegennehmen. Aber ich kann halt hier nichts hineingeben, was nicht erlaubt ist. Ich kann mich nicht registrieren für Events, die es gar nicht gibt. Und mein Event-Listener muss eine Signatur haben, sodass er einen Payload erwartet, der durch meine Lookup-Table auch tatsächlich als zu erwartend registriert ist. Das Ganze funktioniert hier dank des Type-Guards nicht nur zur Compile-Zeit, sondern tatsächlich auch zur Laufzeit. Und wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, ist, wir haben es hier mit der Typinferenz tatsächlich so weit gebracht, dass, obwohl das jetzt in der Implementierung in unserer Klasse relativ kompliziert ist, anwenderseitig wieder super einfach ist. Hier wieder in Visual Studio Code, der ja die Auto-Completion sagt, hey, der Type hier kann Question oder Answer sein, such dir was aus, dann suchen wir uns was aus. Und sobald wir uns was ausgesucht haben und wir eine Funktion übergeben haben, hier für Question haben wir gesagt, eine Funktion, die X entgegennimmt, müssen wir für X nicht mal den Parameter angeben. Wir müssen hier nicht sagen, dass wir für X einen String erwarten, sondern die Typinferenz findet das automatisch raus. Und wenn wir jetzt hier eine Funktion hineinstecken würden, die für X eine Number erwarten würde, würde das Typsystem sagen, na, das läuft hier nicht. Und damit haben wir es geschafft. Unsere schöne Klasse, hier komplett befreit von jedweder Implementierung, von jedwedem Runtime-Code, allein nur unsere schöne TypeScript-Hexerei. Juhu! Das ist jetzt relativ viel, relativ kryptisches Zeug und ja, eine ganze Menge Kram, den man vielleicht so im Alltag nicht notwendigerweise jederzeit schreibt. Und vielleicht könnte man sogar sagen, das ist ja alles komplett überflüssig, das ist auch jetzt hier bloß TypeScript, weil man so viel Typing machen muss und das bringt ja einem nicht wirklich was. Aber das ist halt eben die Frage, ist das jetzt sinnvoller Code oder blödsinniger Käse? Darüber können wir gleich gerne mal diskutieren. Meine persönliche Meinung dazu dürfte jetzt nicht so irre überraschend sein. Ich fand das nämlich tatsächlich so gar nicht mal so verkehrt. Denn dieses ganze magische Zeug, was da in diesem Typeport abgeht, das ist zum einen sauber in einer Klasse gekapselt und weggeschlossen. Da muss niemand ran, der es nicht wissen will. Die weniger Informierten unter uns können diese Klasse einfach benutzen. Die verhält sich wie erwartet. Und dank Typinferenz ist es nicht wirklich schwierig, sie zu benutzen. Und es sorgt halt eben tatsächlich auch für ein Mehr an Sicherheit und Bequemlichkeit. Und die Typinferenz übernimmt dabei die ganze schwere Arbeit. Das eigentlich wirklich Wichtige ist nur, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir das Typsystem verwenden möchten, um die Typinferenz in die Lage zu versetzen, der Dynamik von JavaScript Leitplanken zu geben. Wir wollen nicht einfach irgendwelche Dinger stumpf festnageln, sondern wir gucken uns an, was macht unser JavaScript am Ende zur Laufzeit und schreiben dann ein paar Typen, die dieses Verhalten korrekt beschreiben. Und machen das auf eine Art und Weise, sodass die Typinferenz am Ende uns sehr viel Arbeit abnimmt, sodass, wenn die Klasse einmal geschrieben ist, das alltägliche Versenden und Empfangen von Nachrichten total einfach ist. Normalerweise sagt man ja immer, wir haben die Wahl zwischen dynamischen Typsystemen und statischen Typsystemen und die dynamischen Leute sind super schnell fertig und die statischen Typen, die haben es dann halt irgendwie sicher, aber die brauchen halt 17 Mal so lang. Und das sehe ich halt nicht ein. Ich will beides haben und ich glaube, mit diesen Typsystemen Features, wie wir sie jetzt gesehen haben, kommt man damit relativ weit. Ich könnte jetzt noch ewig lange weiterreden, aber ich bin sowieso schon längst über der Zeit, deswegen sparen wir uns das mal. Ich will nur gleich mal noch einen ganz kurzen Ausblick geben darüber, was man so machen kann. Wir fassen kurz zusammen. Wir haben in TypeScript diverse Möglichkeiten, auf der Typebene zu programmieren. Wir haben das gesehen, wir haben Lookup-Types, wir können die Typinferenz anstoßen, wir können sowas machen wie TypeOf, wir können sowas machen wie KeyOf und können viele, viele andere Dinge damit machen. Und das ist alles ganz nett, sollte aber immer dem Ziel untergeordnet werden, dass die Typinferenz in die Lage versetzt wird, uns zu unterstützen. Wir schreiben das Ganze nicht, damit wir irgendwie viel Code schreiben und irgendwie möglichst viele Tastenanschläge produzieren, sondern wir wollen einfach nur präzise beschreiben, was tatsächlich vorgeht. Und das geht in TypeScript, weil es so JavaScript-ähnlich ist, ziemlich gut und damit kann man viele abgefahrene Dinge machen. Und jetzt nur als kleiner Ausblick über das, für das, was wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen, wenn wir uns auf diesem Kanal wiedersehen. Diese parametrisierten Typen, also die Typen mit Generics, der Typ A, der einen Parameter T hat. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist dieses A tatsächlich gar kein Typ, sondern weil es ja einen Parameter entgegennimmt und daraus einen neuen Typ produziert, ist das eigentlich etwas näher dran an einer Art Funktion, oder? Es ist eine Variable, die ich mit einem Wert füttere, um eine neue Variable zu bekommen. Das hier ist kein Typ, das ist eigentlich eine Typ-Factory, eine Factory-Funktion für Typen, so gesehen. Und so sollte man drüber nachdenken.
Mapped Types haben wir jetzt gar nicht besprochen, sind aber eigentlich sehr praktisch. Damit kann ich Typtransformationen machen. Das Mapped hier drin steht für sowas wie die Map-Operation, die man aus der funktionalen Programmierung vielleicht kennt. Das ist so ein bisschen der syntaktische Endgegner von TypeScript. Aber wenn man das einmal verstanden hat, kann man daraus sehr viel machen. Und wenn das der syntaktische Endgegner ist, gibt es noch den semantischen Endgegner. Das sind die Conditional Types. Hier ist Extents wieder eine Bedingung. Also wenn A, B zuweisbar ist, ist der Typ C, X, ansonsten ist es Y. Und das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber ist letztlich einfach nur das If-Else von Type-Level-Programmierung in TypeScript. Das gibt's und es gibt noch viele, viele andere Sachen. Man kann das Infer-Keyword benutzen, um die Typinferenz anzusprechen. Und so langsam wird es hier ein bisschen viel mit Klammern und so. Aber ich würde einfach sagen, diese ganzen Sachen können wir uns einfach das nächste Mal anschauen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal wiedersehen. Fürs Erste danke ich fürs Zuhören. Und nehmt gern weitere Fragen entgegen. Wow, vielen Dank, Peter. Das war jetzt ein richtig langer Talk. Du bist ja wirklich voll in Fahrt gekommen. Aber natürlich war es echt spannend. Es gibt natürlich auch ungeheuer viel zu sehen. Das Thema lässt sich, das haben wir schon gesehen, nur schwierig künstlich irgendwie abkürzen. Genau, jetzt sehe ich gerade im Chat. Also erstmal, wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwie live face-to-face würden, würde ich sagen, müsst ihr jetzt einen großen, donnernden Applaus hören. Vielleicht haut ihr da was in den Chat nochmal rein, ganz kurz. Da freut sich auch der Peter. Ich finde, er hat es wirklich verdient. Und weil wir ja gesagt haben, dass wir am Ende nochmal ein kleines bisschen Zeit haben, uns nehmen, sagen wir mal so, gibt es hier nochmal eine Frage im Fragen- und Antwortbereich, die ich jetzt auch einmal vorlese. Und zwar zum Thema, ob man das braucht oder nicht, uns hat diese Art zu arbeiten den Arsch gerettet. Wir haben ein Projekt mit weit über 1 Million Zeilen TypeScript-Code und ohne diese Art Sicherheitsnetz und Schutz durch den TypeScript-Compiler hätten wir alle längst schon den Verstand verloren. Das ist also weniger eine Frage als auch eine Anmerkung. So. Ja gut, das hört man ja sehr gerne von denen, die große Projekte und statisch typisierte Programmiersprachen einsetzen, kann ich halt ziemlich gut nachvollziehen, denn diese, ich hatte ja vorhin mal kurz dieses Bild gezeigt von der Browser-Extension. Dieses Schaubild hier. Das ist tatsächlich was, woran ich im Rahmen von Warhol den lieben langen Tag arbeite. Und da gibt es halt eben auch jetzt eine dreistellige Anzahl von Events, die durch die Gegend geschickt werden. Ohne TypeScript wäre das kein Spaß. Das Problem ist halt eben, normalerweise geht es über diese Boundaries der Browsing-Contexts nicht. Und da setze ich tatsächlich etwas, was ziemlich nah an diesem Typed-Port dran ist, im Alltag ein. Und ohne dieses Ding wäre TypeScript komplett wertlos. Und meine persönliche Meinung ist, wir kommen im Frontend nicht umhin, dass wir zunehmend mehr von diesem Message-Parsing haben. Einfach weil ich mich mal darauf versteifen würde, dass die ganzen modernen Web-Frameworks und so von diesen aktuellen Verhalten, dass sie ausschließlich auf dem Main-Thread existieren. Davon werden die sich verabschieden, die werden mehr und mehr in Webworker hineingehen. Und dann haben wir auch in unserem Alltagsfrontend mit diesem Problem zu kämpfen. Und ich würde einfach sagen, wenn wir dann TypeScript verwenden wollen, kommen wir an sowas wie diesen Type-Port nicht wirklich vorbei. Okay. Kurzer Nachtrag, genau, von Tobias Brenner, von dem die letzte Frage stammte. Es war nicht 1 Million Codezeilen, sondern 100.000. Trotzdem jedenfalls eine mächtige Dimension. Danke sehr. Ja, gut. Wenn es jetzt keine direkten Fragen gibt, nochmal, wie gesagt, im Chat sehen wir jede Menge Danke und Applaus und so weiter. Ja, das freut mich natürlich sehr und auch nochmal von meiner / unserer Seite von SLS Media sehr, sehr großen Dank an dich, Peter, für den spannenden und ausführlichen Vortrag. Bevor ihr alle abhaut, hätten wir nochmal ganz kurz an euch Teilnehmer eine kurze Frage und zwar eine kleine Umfrage. Da bitten wir euch, weil das jetzt sozusagen ja der Auftrag quasi von dieser Webinarserie war, wie ich am Anfang sagte. Und vielleicht kann Max, unser Bildregisseur im Hintergrund, kurz mal den ersten Teil der Umfrage einblenden. Wir haben nämlich, wollen gerne von euch wissen, lass mal gucken, ob das klappt. Da soll jetzt eigentlich gleich sowas zum Anklicken kommen. Ja, genau, super. Wo wir wissen wollen, zu welcher Uhrzeit eigentlich in eurem Homeoffice-Arbeitstag so ein Webinar am besten passt. Klickt das mal bitte an, damit wir so ein bisschen sehen, ob wir mit der 14 Uhr richtig lagen oder ob wir vielleicht eine andere Zeit wählen sollen oder ob wir auf den Abend gehen sollen. Ja? Wäre sau cool, wenn ihr das kurz anklickt, damit wir da euer Feedback irgendwie sehen. Und dann müsste vielleicht der Max mir ganz kurz jetzt aber verraten, wie lange läuft es diese Umfrage hier? Wie lange muss man warten? Wir haben noch eine zweite Frage. Und dann ist aber auch schon Schluss. Also wir wollen euch jetzt nicht furchtbar langweilen. Aber es sind einfach Fragen oder Feedbacks von eurer Seite aus, die uns dann vielleicht auch helfen, das ganze Devs
At-Home-Ding einfach noch besser auf eure Bedürfnisse auszurichten. Max, kannst du kurz sagen, wie lange das jetzt hier stehen bleibt? Ich lasse es doch 10 Sekunden stehen. Super. Danke. So, und dann die zweite Frage. Ich glaube, das Ergebnis sehen wir dann auch gleich, ne? Nee? Okay. 14 Uhr. Na, süß, also sagen, lang wäre Gold richtig. Hammer. Okay, das gibt erstmal einen kleinen Eindruck. Zweite Frage ist nochmal die, wie lang soll eigentlich ein Talk sein? Ich habe am Anfang gesagt, 45 Minuten. Sowohl der Peter als auch ich selber meine Anmoderation, wir haben so ein bisschen überzogen. Ich finde, es hat sich insgesamt gelohnt. Aber auch hier, gebt nochmal ein Feedback. Also es ist eher so das Gefühl, naja, so ein Webinar am Mittag nehme ich mal mit, mal eher so mit 30 Minuten oder richtig satt ausführlich eher 60, 75 Minuten. Wenn uns da vielleicht auch noch bitte ein kleines Feedback gibt. Das hilft uns einfach nochmal, dass die weiteren Webinarfolgen, die wir da bringen werden, ein kleines bisschen besser zu dimensionieren. Und auch hier vielleicht, Max, von deiner Seite aus, wie lang noch? Ja, kleinen Moment noch, es fehlen noch einige. Okay, genau, macht da bitte noch mit, das ist uns echt wichtig, damit wir das kapieren, was da für euch nützlich und passend ist. So, jetzt 45, okay, also 45, sehen Sie mal, waren auch geplant und wie gesagt, wir haben es ein bisschen von beiden Seiten irgendwie überzogen, ja, Peter und ich reden gerne viel, aber ich glaube, da lagen wir insgesamt nicht ganz falsch und beim nächsten Mal schaffen wir es ein kleines bisschen, das kompakter zu machen, aber wie gesagt, man muss immer abwägen, wie gerade der Peter hat natürlich auch richtig viel auch zu erzählen irgendwie gehabt. Ja, vielen Dank, wie gesagt, nochmal erstens an Peter, zweitens an euch alle, die ihr zugeguckt und mitgemacht habt und kommentiert habt und Fragen gestellt habt. Ja. Bleibt erstens gesund, kümmert euch um euch selbst und eure Familie und eure Freunde in dieser wirklich merkwürdigen Zeit. Denkt dran, euch wirklich gut zu ernähren, denkt auch ab und zu in die Luft rauszugehen. Das darf man, das sollte man auch tun. Bewegt euch richtig und wir freuen uns, wenn wir euch ja, weiter versorgen können, euch wieder hier online, virtuell, digital antreffen. Schaut ab und zu nach auf den genannten Websites entwickler.de/devs@home. Genau, hier ist nochmal eingeblendet, ja. Und folgt dem Twitter-Handle JackSantonEntwickler. Wir versuchen euch weiter spannende Vorträge zu bieten. Der Peter hat ja gerade schon implizit auch angekündigt, dass er auch weitermachen könnte. Vielleicht sehen wir den Peter auch nochmal. Vielen, vielen Dank euch alle. Tollen Nachmittag wünsche ich euch. Und wie gesagt, kommt gesund und munter und vor allem auch zuversichtlich durch diese Zeit. Besten Dank und macht's gut. Ja. Ciao. Tschüssi.